So, hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Heute kommen wir zu Teil 2 unseres aktuellen Kapitels 2006, Exponentialgleichung und natürliche Logarithmus. Und zwar heute beschäftigen wir uns mit komplizierteren Exponentialgleichungen als im vorigen Video. Das sind auch schwierige Exponentialgleichungen, die wirklich häufig vorkommen. Deswegen widmen wir uns denen in einem kompletten Video. Und ihr seht schon an der Aufteilung, die wir hier haben, dass es sozusagen für bestimmte Fälle Strategien gibt, die man immer wieder anwenden kann, sodass wir euch jetzt hier 4 Beispiele vorstellen werden. Ihr werdet sehen, damit kommen wir mit diversen Aufgaben schon ziemlich weit. Und die Strategien sind im Endeffekt auch dieser allgemeine Teil, den ihr vom Video kennt. Das ist jetzt zusammen in einem. Also wir fangen einfach mal an. Und zwar kommen jetzt Beispiele, wo eine Gleichung e hoch x und e hoch 2x enthält. Dann gibt es folgende 2 Lösungsstrategien. Wir haben hier mal ein Beispiel. Eine Gleichung, die enthält beides, e hoch 2x und hier e hoch x, sogar 3 e hoch x. Immer, ganz im, oft, oder wirklich nicht nur oft, immer bei diesen Beispielen macht eine Gleichung, eine Seite der Gleichung gleich 0. Das heißt, hier können wir machen minus 3 e hoch x, dann steht hier e hoch 2x minus 3 e hoch x ist gleich 0. So, und was wir jetzt machen können, wir sehen, wir haben hier einen großen Term, der besteht aus 2 Teilen. Und in beiden ist e hoch x drin. Jetzt werdet ihr denken, in beiden, hier ist ja gar nicht e hoch x drin, hier steht e hoch 2x. Aber wenn wir mal genau überlegen, ist das ja nichts anderes, ich schreibe es nochmal hin, als e hoch x und das Ganze hoch 2. Kennt ihr noch was im letzten Video? Wenn nicht, guckt es nochmal an. Da haben wir sowas in der Art häufig so gemacht mit der dritten Potenzregel. Und jetzt sehen wir, e hoch x hoch 2 bedeutet e hoch x mal e hoch x. Das heißt, hier steckt e hoch x drin, hier auch. Das heißt, wir können es ausklammern. Mal, Klammer auf, e hoch x minus 3. Und jetzt gibt es eine Strategie, vielleicht kennt ihr die schon aus früheren Klassen. Wenn wir ein Produkt haben, ist dann immer 0, wenn ein Faktor 0 ist. Wir gucken uns den ersten Faktor an. E hoch x, also den kann man ruhig, also ich schreibe es dann immerhin als a. Gucken wir mal an, wann ist e hoch x 0. Jetzt kommt auch wieder ein wichtiger Teil aus dem letzten Video. Bei Tipps und Tricks hatten wir, e hoch x ist immer größer 0. Das heißt, hier können wir direkt folgern, das hat keine Lösung. Braucht man gar nicht mehr rechnen, wenn man weiß, dass e hoch x immer oberhalb der x-Achse verläuft. Gehen wir zum zweiten Teil. Dein Produkt ist ja dann 0, wenn die einzelnen Faktoren 0 sind. Also gucken wir uns den Faktor an. Wann ist e hoch x minus 3 gleich 0? Na, hier machen wir plus 3. Dann steht hier e hoch x ist 3. Und davon ist die Lösung x gleich ln 3. Das könnt ihr noch aus dem letzten Video, dass so eine kleine Exponentialgleichung mit dem ln als Lösung hat. Das ist hier die einzige Lösung, die unterstreichen wir auch. So, die Strategie, die wir hier benutzt haben, habe ich hier schon mal hingeschrieben. E hoch x ausklammern, wichtig, nur wenn e hoch x in jedem Teil des Terms vorkommt. Hier kommt es vor, hier kommt es vor. Wir werden gleich ein weiteres Beispiel sehen, wo euch klar wird, dass man dieses e hoch x ausklammern dort nicht machen kann. Aber das macht der Herr Thein. Ach, okay. So, wir kommen jetzt zu einem zweiten Beispiel, und zwar diese Funktion hier. Das erste, was wir da machen, wenn wir sowas haben, umschreiben, dass wir so eine Nullfunktion haben, das heißt auf einer Seite nur 0. Wir holen einfach die minus 2 hier rüber und haben dann die Funktion e hoch 2x minus 3 e hoch x plus 2 ist 0. Erster Gedanke könnte jetzt sein, naja, das machen wir so wie eben, wir klammern einfach e hoch x aus. Hier könnten wir e hoch x ausklammern, hier auch. Hier ist aber jetzt kein e hoch x. Da dürfen wir auch nicht ausklammern, das wäre einfach falsch. Wir lernen dafür jetzt ein neues Verfahren kennen, das uns in Zukunft aber immer mal wieder begegnen wird. Deswegen gut aufpassen an der Stelle. Und zwar nennt sich dieses Verfahren Substitution. Wir substituieren. Substituieren heißt so viel wie ersetzen. Wir ersetzen einen Teil durch etwas anderes. Und zwar ersetzen wir hier unser e hoch x durch einen Platzhalter. Und dann nehmen wir einfach U, sagen U ist gleich e hoch x.
Wir müssen jetzt nur noch überlegen, was passiert mit unserem e hoch 2x. Naja, wir haben vorhin schon überlegt, e hoch 2x könnte man auch schreiben als e hoch x im Quadrat. Das ist diese dritte Potenzregel. Das praktisch Potenzieren der Potenz dafür sorgt, dass man hat 2 mal x. Und jetzt sehen wir hier, e hoch x ist u. Dann können wir das ja auch schreiben als u Quadrat. Also u Quadrat ist e hoch 2x. Ja, und dann können wir diese Funktion hier anders schreiben, nämlich als u Quadrat minus 3u plus 2 ist gleich 0. Und zwar suchen wir hier oben ein x, aber das stellen wir jetzt erstmal hinten an das Problem, sondern jetzt suchen wir erstmal, für welche u ist die Gleichung hier erfüllt. Gut, und das ist was, was wir wirklich schon länger können. Stell dir vor, hier würde einfach ein x stehen, wir würden 0 Stellen bestimmen von der Funktion zum Beispiel, dann wäre das hier einfach die Mitternachtsformel. Wir schreiben also auf, u1, 2 ist gleich minus b, das wäre dann plus 3, plus minus Wurzel b Quadrat, 3 im Quadrat sind 9, minus 4ac, 4 mal 2 mal 1, minus 8, durch 2 mal a, 2 mal 1 wären 2, und dann haben wir minus 3 plus minus plus Wurzel. Plus 3. Ah, wir haben plus 3, genau, sorry, da war es noch richtig. Plus 3 plus minus 9 minus 8 ist 1, Wurzel von 1 ist 1, durch 2. Das Ganze gibt jetzt die folgenden beiden Lösungen. U1 plus 3 plus 1 sind 4, durch 2 sind 2. Und U2, 3 minus 1 sind 2, durch 2 sind 1. So, jetzt Vorsicht aber, die Aufgabe ist hier noch nicht zu Ende, denn das sind nicht die gesuchten Lösungen. Es ging um Lösungen dieser Gleichung hier. Wir haben jetzt nur diese Gleichung gelöst. Jetzt müssen wir etwas machen, das sich Rücksubstituieren nennt, damit wir wirklich die Lösungen mit x bekommen. Und gewöhnt euch auch an, das so aufzuschreiben wie wir. Also das heißt, diese zwei Ergebnisse, U1 und U2, wirklich nebeneinander zu schreiben. Denn jetzt müssen wir da untereinander weiterrechnen bei der Rücksubstitution. So, wir überlegen uns, U ist 2. Und wir wissen, U ist auch e hoch x. Dann können wir aufschreiben, e hoch x ist gleich 2, das gilt für diese Lösung. Hier drüben gilt, e hoch x ist gleich 1. So, das haben wir beim letzten Mal im Video recht ausführlich gemacht. Das bekommen wir jetzt über den ln von 2. Und hier drüben, das wäre ja gerade unser x1, können wir so aufschreiben. Und hier drüben für unser x2 wäre es gerade ln von 1. Und da können wir noch kurz überlegen, ln von 1, e hoch was ist 1? Naja, egal was die Basis ist, wenn wir hoch 0 machen, kommt immer 1 raus. Da können wir also noch ein bisschen vereinfachen und schreiben, diese Lösung wäre 0. Aber wie im letzten Video auch gesagt, das sind sozusagen diese, wie Englischvokabeln, diese Sachen, die ihr auswendig können müsst. Was wir letztes Mal unter Tipps und Tricks hatten, lernt es wirklich auswendig, damit ihr es habt. Und wenn ihr euch erinnert, es waren 5 bei Tipps und Tricks. Das ist eins davon. Es ist nicht so, dass ihr jetzt Millionen Beispiele erkennen müsst. Das sollte man halt rausnehmen, wenn irgendwo ln 1 steht, dass man lieber 0 schreibt an der Stelle. Die Strategie heißt so, wie das, was wir gerade gemacht haben, substituieren. Da das gleichzeitig ein neues Wort ist, habe ich jetzt auch orange unterstrichen. Und zur Erinnerung, falls e von x nicht in jedem Teil des Terms vorkommt, sollte es in jedem Teil vorkommen wie vorhin, könnte man auch substituieren, aber das ist in dem Fall dann viel zu viel Arbeit. Dann tut man einfach das e hoch x ausklammern. Und denkt dran, zum Substituieren gehört auch immer das Zurücksubstituieren. Vergesst das nicht. Manche vergessen das. Das bleibt. Ja, das Ganze ist nicht hier beendet, sondern erst hier. So, die nächsten zwei Beispiele sind ein bisschen anders. Denn da enthält eine Gleichung e hoch x und e hoch minus x. Wenn ihr das nachher dann übernehmt in euren Aufschrieb, die ersten beiden Beispiele, dann bitte ergänzt auch diesen Satz, der jetzt drüber steht, praktisch bevor ihr Beispiel 3 und nachher auch Beispiel 4 übernehmt, damit einfach klar wird, die ersten beiden sind diese Sache mit e hoch x und e hoch 2x und jetzt eben mit e hoch x und e hoch minus x. So, und hier haben wir ein Beispiel, hier haben wir hier e hoch x drin stecken und hier e hoch minus x drin stecken. Wir machen wieder eine Nullgleichung draus, immer der erste Schritt. Also die rechte Seite machen wir immer 0, das gewöhnen wir uns an.
Also minus 3 e hoch minus x. Dann steht da e hoch x minus 3 e hoch minus x ist gleich 0. So. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, das zu lösen. Wie macht man das? Man kommt jetzt nicht direkt drauf, wie es geht. Ich sage es einfach mal, das ist so ein Trick. Man kann die ganze Gleichung mit e hoch x durch 0 beziehen. Was passiert dann? Schauen wir uns den ersten Teil an. E hoch x mal e hoch x, was ist das? Machen wir hier mal eine kleine Nebenrechnung nebendran. Okay, das wissen wir, e hoch x mal e hoch x ist im Endeffekt wieder e hoch x im Quadrat. Und das kann man nach der dritten Potenzregel wieder so schreiben als e hoch 2x. Das kennen wir schon von vorhin. Also hier haben wir e hoch 2x stehen. Minus, wie geht es hier weiter? Hier steht minus 3 e hoch minus x. Was passiert da? Also vor allem, was passiert, wenn man e hoch x mal e hoch minus x macht? Also wenn man macht e hoch x mal e hoch minus x. Naja, wir haben die gleiche Basis. Das heißt, bei gleicher Basis multipliziert man diese Potenzen, indem man die Basis gleich behält und die Exponenten einfach addiert. Also wir haben e hoch x plus minus, aber minus x ist e hoch 0. Und nach den Tipps und Tricks wisst ihr, e hoch 0 ist 1. Genau, wie gesagt, das wisst ihr. Auch eine von diesen fünf Sachen, die man einfach sich einfach mal merken sollte. Ja. Also haben wir hier minus 3 mal 1, also einfach minus 3 ist 0. Und wenn wir einen Term haben, wo nur einmal e hoch irgendwas drin vorkommt, wie hier, dann geht es immer so wie im letzten Video. Wichtig zu merken, immer, wenn ihr nur einen Teil vom Term e hoch x habt, die Lösungsstrategie vom letzten Video anwenden. Also einfach rechnen, plus 3. Das heißt, hier steht e hoch 2x ist gleich 3. Jetzt machen wir das mit dem ln. Das heißt, 2x ist ln 3. Das zur passenden Exponentialgleichung solltet ihr immer die passende Logarithmusgleichung im Kopf haben. Letztes Mal haben wir hier so rechts neben dran geschrieben. Wir gewöhnen uns jetzt an, die auch jetzt unten drunter zu schreiben. Aber ihr wisst, das war genau das, was wir rechts neben dran geschrieben haben. Diese zwei Typen sollten euch immer im Kopf sein. Müssen wir jetzt nur noch durch 2 teilen. Dann haben wir x ist ln 3 halbe. Das macht man bei ln in Klammer, habe ich hier vergessen. Halbe. Das ist dann die Lösung, die unterstreichen wir. Also die Strategie hier war dieser Schritt hier, also multiplizieren mit e hoch x. Das geht nur, falls eine Potenz mit e als Basis in jedem Teil des Terms vorkommt. Hier und hier, beziehungsweise hier und hier, wenn es eine Nullgleichung ist. Und ist auch nur notwendig, wenn natürlich bei diesen Potenzen einmal sozusagen ein Exponent x und einmal ein Exponent minus x dabei ist. Wenn jetzt beides Exponenten x wären, dann machen wir natürlich das Ausklammern, wie vorhin bei Beispiel Nummer 1. Richtig, damit kommen wir zum Beispiel 4. Dort wird jetzt nochmal einige der Sachen, die wir zuvor gemacht haben, zusammengepackt. Doch zunächst mal, wir haben wieder eine Funktion, die wir erstmal auf so eine Nullgleichung bringen. Wir holen unser minus 1 rüber und haben dann e hoch x minus 2 e hoch minus x plus 1. Wir haben wieder einen Fall, wo sowohl Potenzen mit e vorkommen, als auch Teile, wo nicht Potenzen mit e vorkommen. Und insofern machen wir jetzt zunächst mal genau das gleiche wie eben bei Beispiel 3. Wir multiplizieren mit e hoch x und haben dann, machen wir jetzt hier ein bisschen schneller, das wissen wir noch, e hoch 2x minus, dann e hoch minus x und e hoch x haben sich ja gerade ergänzt, dass es 1 geworden ist, 2 plus einmal e hoch x, das einmal können wir uns ersparen, plus e hoch x ist gleich 0. Und das schreibt man jetzt aus gutem Grund nochmal so um, dass erst die beiden Teile mit e hoch x stehen und dann die 2. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir im Term kommt sowohl e hoch 2x als auch e hoch x vor. Und einer Teil des Terms, in dem gar nichts vorkommt, und das entspricht gerade vorher unserer Strategie Nummer 2, dem Substituieren. Und am besten wäre es an der Stelle, ab hier, probiert mal, ob ihr das Substituieren selber hinbekommt. Wir zeigen euch gleich, wie es aussehen muss. Viel Spaß. So, wir substituieren wieder e hoch x mit u.
dann ist e hoch 2x gerade u Quadrat. Die ganze Gleichung hier vereinfacht sich dann zu u Quadrat plus u minus 2. Lösen wir über die Mitternachtsformel. Erkläre ich jetzt in der Stelle nicht nochmal extra ausführlich. Wir bekommen die beiden Lösungen, u1 gleich 1 und u2 gleich minus 2. Machen die Rücksubstitution. E hoch x ist 1. Naja, das bedeutet, x ist der ln von 1 und wir wissen, e hoch was ist 1? Naja, hoch 0, dann ist 0 die eine Lösung. Dann wäre noch e hoch x gleich minus 2. Und da müssen wir jetzt aufpassen, wir haben ja gesagt im letzten Video bei diesen Tipps und Tricks, e hoch x ist immer größer 0. Das kann nie minus 2 werden. Das heißt, hier gibt es keine weitere Lösung. Und die einzige Lösung bleibt damit x1 gleich 0. Die zugehörige Strategie wäre dann zunächst mal multiplizieren mit e hoch x und dann das Substituieren. Müssen wir in dem Fall machen, wenn eben e hoch x und e hoch minus x vorkommen und nicht in jedem Teil des Terms eine Potenz mit e als Basis vorkommt. Hier drüben eben war es ja nicht drin. Dann machen wir das hier. Achtet wirklich bei Beispiel 2 und Beispiel 4 war es nicht, wenn nicht. Also kann man auch unterstreichen. Genau. Von wenn nicht in jedem Teil des Terms eine Potenz mit e als Basis vorkommt. Gut. Diese vier Beispiele sollt ihr euch jetzt bitte alle ins Heft übernehmen, sofern ihr die anderen drei noch nicht habt. Geht bitte an die Stellen vom Video zurück und das Ganze bitte ins Heft rein. Das ist dann gleichzeitig sozusagen der allgemeine Aufschrieb und immer links dazu ein passendes Beispiel, dass ihr später, wenn wir die Aufgaben macht, nachschauen könnt, was hat man in dem Fall denn genau gemacht. Und denkt nochmal dran, bei Beispiel 3 und 4 hat sich diese Überschrift oben geändert. So, wir kommen jetzt zu den Aufgaben und wir haben hier zwei Beispiele gewählt, die nicht ganz einfach sind wie sonst, aber wir hatten ja vier Beispiele schon vorher, die wir ausführlich gerechnet haben. Hier im ersten Beispiel müsst ihr gucken, hier steht durch e hoch x, könnt ihr umschreiben und dann überlegt euch eine Strategie von den vorigen, nehmt die richtige. Und bei der zweiten hier müsst ihr gucken, das ist nämlich keine von den Strategien. Das geht auf eine sehr schöne, einfache, elegante Art und Weise. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Probiert es mal selber. Pausiert hier wieder. Bis gleich. So, hier formen wir es zu einer Nullgleichung um. Und 15 durch e hoch x kann man auch schreiben als 15 mal e hoch minus x. Haben wir das so stehen. Jetzt müssen wir überlegen, okay, hier kommt e hoch x vor, hier kommt es nicht vor und hier kommt e hoch minus x vor. Das heißt, das ist unsere Strategie von Beispiel 4. Das heißt, wir müssen erst multiplizieren mit e hoch x. Gibt es hier e hoch 2x minus 5 mal e hoch x minus 15 gleich 0. Substituieren wir auch. Also e hoch x ist 0 und e hoch x im Quadrat ist u Quadrat. Dann ist u Quadrat minus 5u minus 15 gleich 0. Machen die Mitternachtsformel. Da kommen hier ungenaue Werte raus. Wir haben die auch selber mit dem Taschenrechner dann ausgerechnet. Ungefähr 7,11 und ungefähr minus 2,11. Machen die Rücksubstitution, also rücksubstituieren. Dann ist hier e hoch x ungefähr 7,11. Dann ist x der ln von 7,11. Und hier ist e hoch x ungefähr minus 2,11. Wir wissen, e hoch x ist immer größer 0. Das heißt, hier gibt es keine Lösung. Gut, kommen wir noch zum anderen Beispiel drüben. Wie gesagt, da steckt jetzt gar keine von unseren Strategien drin, sondern etwas, das wir schon seit langem kennen. Wenn wir hier zwei so deutlich durch Klammern abgeschlossene Faktoren haben, können wir uns auch überlegen, das Ganze ist dann null, wenn der eine, der andere oder beide null sind. Schauen wir es uns getrennt an, der erste Faktor. X² minus 9, wann ist es null? Naja, das können wir einfach auflösen, holen die 9 rüber, ziehen die Wurzel plus minus 3. Und das sind dann unsere beiden ersten Lösungen. Wenn wir das oben einsetzen, würde der vordere Teil 0 und damit die gesamte Gleichung 0. Jetzt noch der hintere Teil, e hoch 3x minus 5. Jetzt brauchen wir gar keine Strategie. Das ist der Fall aus dem letzten Video. Das können wir einfach umstellen. E hoch 3x ist 5. Und dann können wir uns wieder überlegen, das Ganze mit dem ln zu schreiben. 3x ist dann gerade der ln von 5, weil e hoch 3x ist ja 5, steht in der Zeile drüber. Und dann teilen wir noch durch 3 und dann kriegen wir unsere dritte Lösung. x3 ist ln 5 durch 3. Gut, wunderbar. Das war jetzt ziemlich viele Strategien auch in dem Video und man macht da leicht Fehler. Deswegen muss man das auch gut üben. Machen wir auch in der nächsten Doppelstunde. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Macht's gut, bis bald. Bis dann, ciao.